Das ist das Reisemobil des Jahres 2020 von Promobil und 2019 von Promobil. Der Charming GT 2,3 Liter 140 PS von Malibu bei Karthago. Ja, wir sind in Sulzemoos und zeigen Ihnen heute mal dieses Fahrzeug. Der Charming GT. Ja, es ist das Auto, wo jeder irgendwie reingeht. Denn die Farbe steht ihm auch wirklich gut. Mal eben nicht weiß, sondern ja, orange. Und natürlich von Malibu. Ja, viele verbinden ja mit Malibu unglaublich teure Fahrzeuge. Es geht los bei 48.100 Euro bei dem Fahrzeug. Und wie er hier steht, kostet er 64.200 Euro. Respektiv 62.581 Euro mit 19%. Und ja, das ist so die Ausstattung, die schon mit drin ist. Hat ein Chassis-Paket, Aufbaupaket, ein Style-Paket. Also er ist schon relativ gut ausgestattet mit einer Markise auf dem Dach und Leichtmetallfelgen und. Wie das Ganze dann funktioniert, das schauen wir uns gleich mal von innen an. Drehtermin heute am 14. November 2021. Ein fast Sommertag hier in Sulzemoos mit Temperaturen um die 20 Grad und das mitten im November. Ja, da möchte man doch gerne campen, aber es ist Lockdown. Hier hinten sieht man schwarz, man kann überhaupt nicht reingucken. Malibu steht hinten drauf. Ja, die Wiederverkaufswerte von Malibus sind exorbitant. Das heißt, auch wenn man vielleicht jetzt ein bisschen mehr Geld ausgibt, fährt ihn mal 5 Jahre, kauft sich dann vielleicht ein anderes Fahrzeug. Hier kann man nicht viel falsch machen, denn die Fahrzeuge sind unglaublich beliebt. Musst du mir den Platz schon fast erkämpfen hier draußen. Großer Bereich. Die Fahrzeuge kann man im Alltag nutzen. Sind natürlich länger wie normale PKWs, aber es geht noch. Also viele Supermärkte haben sich schon darauf eingestellt, das heißt, die haben jetzt auch Plätze für solche Reisemobile da, beziehungsweise auch für Lieferwagen. Damit kommt man eigentlich überall rein. Allerdings viele Parkplätze haben auch eine Höhenbegrenzung. Das sollte man wissen. Hier habe ich ein Querbett. Rechte Seite ist die längere Seite. Und das Ganze schauen wir uns gleich mal von innen an. Ob man damit klarkommt, muss man ausprobieren, denn möglicherweise wäre es für etwas längere Personen auch ein Längsbett interessant oder wenn man nicht übereinander drüber klettern will. Aber es gibt ja auch viele, die machen so Vanlife, reisen alleine und da ist das natürlich schon eine ganz tolle Alternative. Gaskasten, 2x11 Kilogramm, sind hier mit drin, direkt im Heck. Ganz kleine Kante mit drin, die ich brauche, um natürlich hier das System dicht zu kriegen. Denn das muss dicht sein und hat eine Öffnung nach unten. Das ist vorgeschrieben. Auch hier 2 Gasflaschen, die ich anschließen kann. Dann an den Fensterchen habe ich hier vorne schon mal so einen Schutz mit drin, dass ich also hier die zwar öffnen kann, aber beim Schlafen da nicht gegenkomme. Das kann ich euch gleich mal von innen zeigen. Das Ganze kann ich natürlich auch mit Fliegengitter versehen. Verriegeln. Oben habe ich noch ein kleines Abfragefach hier in der Tür drin. Kann ich also Sachen reinlegen. Ganz praktisch, wenn man irgendwas versteckeln will. Ringe und so weiter. Oder eine Uhr, die ich mal ausziehe nachts. Die kann ich in die Tür reinlegen. Gut, gehe ich mal kurz auf die andere Seite. So sieht er von der Seite aus. Hier habe ich gar keine Tür mit drin, also gar kein Fenster auf der hinteren Seite und nur vorne eins. Brauche ich auch nicht. Eine Grafik an der Seite mit drauf, ganz schick. Und hier ist der Stromanschluss für Landstrom, je nach Autarkie-Paket. Hier ist jetzt eine Gasheizung mit drin. Und so ist es von der Seite. Das Fahrzeug komplett in Orange. Ja, Hofstädter. Die meisten Fahrzeuge hier stehen, werden nicht verkauft direkt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich alle Fahrzeuge auch mal anschauen kann. Wir haben dann gleich die Gelegenheit genutzt und sind jetzt des Öfteren auch mal runtergekommen und zeigen Ihnen mal die Fahrzeuge hier. Der Stoßfänger natürlich in Wagenfarbe lackiert. Ein eigener Grill mit drin, mit Malibu. Schick. So, gehen rein. Es dominiert
ein grauer Ton mit Holz. Das gibt der ganzen Sache einen sehr edlen Charakter. Hier direkt schon am Eingang habe ich das Mülltrennsystem. Das heißt trennen, also einfach einen Mülleimer. Hier ist die Stufe, die ich rein und rausfahren kann. Direkt die ersten Lichtschalter an der Seite dran. Die Erweiterung kann ich einfach ausklappen hier. Das erweitert mein Kochfeld. Hier habe ich meinen Tisch, den ich ausfahren kann, damit also alle Personen, die hier sitzen, dann auch optimal bedient werden können. Das Ganze kann ich dann auch fixieren. Jetzt ist es hier fixiert. Hier habe ich dann ein sehr schönes Design mit Leder und Stoff, das sehr wertig aussieht. Karthago eben. Großes Fenster hat man von außen gar nicht gesehen, weil es komplett schwarz war. Verdunkelt, gibt dem Fahrzeug Licht und darüber nochmal ein Fenster. Und das Ganze ist dann eingefasst in so einem Leder hier mit drin. Es sieht aus wie echtes Leder. Man kann es so an der Seite so ein kleines bisschen sehen, wenn ich mal stillhalte. Hier scheint gerade die Sonne schreien. Also es ist mit den Lampen sehr wertig eingefasst. Hier habe ich einen Pushlock mit drin. Das ist mein kleines Staufach, was ich hier habe. Fast zum Geheimfach wird. Sollte man eigentlich das Push-Zeichen dann abmachen. Also hier ist jeder Zentimeter auch genutzt. So, typische Anordnung hier. Ich habe meine Sitzgruppe. Habe hier dann nochmal einen Doppelboden, der beheizt ist, dass ich auch diesen Boden schön warm bekomme, denn da stehe ich ja meistens mit meinen Füßen mit drei Auslässen nochmal mit drin und Fächern. Kurz mal beide aufmachen. Kommt man hier an das Fach ran. Das ist ein großer Doppelboden, wo ich also jede Menge Sachen reinmachen kann. Unter anderem Schuhe. Die würde ich natürlich hier reinmachen. Das Ganze hält offen. Ist auch mit ordentlichen Scharnieren befestigt. Und der Holzaufbau ist nochmal außen schon lackiert, dass da nichts reinkommen kann. Hier habe ich dann noch ein großes Staufach. Und hier steht es nochmal groß drauf, Fleckschutz Protect Finish. Das heißt also, hier brauche ich mir wahrscheinlich nicht so die großen Sorgen zu machen um den Schutz. So, ich habe mal ganz kurz das Bad gewechselt, denn ja, leider ist die Klinke weg gewesen. Das passiert mal, deswegen zeige ich euch das Bad hier. Das ist nämlich identisch. Ich habe eine Schiebetür, die wird einfach geöffnet. Und dann habe ich Zugang hier zum Bad mit eigener Dusche, einer Duschtrennwand, die ich zusammenfalten kann. Und die Duschtrennwand, die schützt dann die Möbel, die dann dahinter stecken. Das heißt, ich öffne einfach die Duschtrennwand. Das Toilettenmodul kann ich rausschwenken. Das geht recht einfach. Das ist nochmal durch den Hebel gesichert und dadurch habe ich den Platz hier zum kompletten Duschbereich. Und wenn ich dann duschen möchte, nehme ich einfach hier den Bereich hier, schließe den, mache den zu, magnetisch. Und kann hier sogar noch das kleine Teil, was nicht ganz zugeht, dann verschließen von der Seite. Das gleiche habe ich dann hier auf der Seite nochmal. Habe dann so meine Dusche komplett abgetrennt. Da ist das Heckbett, ein Längsbett für zwei Personen. Das ist die breite Seite und man schläft dann quer im Fahrzeug. Wenn man sehr groß ist, ist alleine, kann man natürlich auch quer schlafen, das heißt diagonal von einer Seite zur anderen. Die Schränke, die sind gleich gekippt nach vorne, sodass also hier nichts rausfallen kann, ähnlich wie beim Flugzeug. Also sie haben so eine Neigung nach unten. Und hier sind diese Ablagefächer, von denen ich eben sprach. Vorne habe ich auch jede Menge Schränke. Das Ganze klingt auch sehr satt. Auf der linken Seite dann der Beifahrerseite der Kühlschrank auf Stehhöhe.
Der läuft in verschiedenen Arten. Gas, Strom 12 Volt, also 230 Volt 12 Volt. Hat dann ein großes Eisfach nochmal mit drin. Und ja, ist jetzt kein Riesenkühlschrank, aber im Kastenwagen, da ist das ganz okay. So, und der Küchenbereich, der ist hier auf der rechten Seite. Hier habe ich dann ein Kochfeld. Das ist auch einzeln hier, dass ich also hier nochmal was entnehmen kann. Ansonsten habe ich dann eine komplette ebene Ablage. Habe ein Zweiflammen-Kochfeld hier mit Bier zur Zündung. Und ja, ein kompaktes, schönes Fahrzeug mit einer, sag mal, Länge, die übersichtlich ist. Ich gebe euch nochmal kurz die technischen Daten. Hier steht er. 64.200 Euro, wie er hier steht, zurzeit 62.581 mit 16% der Van Charming GT 600 DB von Malibu. 5 Meter und 99 Länge, 2 Meter und 5 Höhe, nee, Breite und 2 Meter 59 ist die Höhe. Der Malibu Van 640 LE, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Sulzemoos. Wir sind bei Hofstetter, Malibu bei Karthago, 2,3 Liter, 140 PS, Automotive Front hier vorne mit eigenem Design in der Frontschürze, in Silber, ja, ein edles Fahrzeug und Autarkiemeister mit Absorberkühlschrank steht hier, mehr Van, mehr Wert, großer Stauraum mit bequemem Zugang und ja, hochwertigem Möbelbau, das werden wir uns gleich mal anschauen. Das Ganze so ein bisschen in Kirschholzoptik, was man ja kennt, so Anfang der 2010er, aber ganz neu interpretiert. So, von der Seite, das ist das Fahrzeug in Rot, Kirschrot. Ich habe also gemerkt, dass alle Videos, wo die Fahrzeuge nicht weiß sind, ja, die kommen irgendwie besser an wie weiße Fahrzeuge. Modell 2021, ja, diese runden Fenster, die Aufstellfenster hinten, die kennt man. Das ist sehr typisch für Malibu. Und viele achten auch schon drauf, sind die runden Fenster drin. Also Malibu hat so den Mythos des wirklich tollen, einer tollen Verarbeitungsqualität. Und man merkt schon deutliche Unterschiede zwischen den ganz günstigen in der Verarbeitung, was der Möbelbau angeht. Man überlegt, dass man alleine eine gute Küche, legt man ja auch schon, also mal 30.000 Euro hin, und im Möbelbau, ja, da sind oft Unterschiede. Außerdem ist der Wiederverkaufswert von den Malibu-Modellen ungeschlagen hoch. Also wirklich eine gute Investition. Aber für einen Kastenwagen 64.000 Euro, das ist für viele unerreichbar, wo es ja da schon losgeht, so ab 35.000 Euro, gerade auf Fiat Ducato-Basis. Und ja, auf jeden Fall hier mit 9-Gang ZF-Automatik, die werde ich Ihnen gleich mal zeigen, und ja, einem recht schönen Möbeldekor, allerdings in rotem Holz. Alles ist Geschmackssache. Fliegenschutz über die ganze Fahrzeugbreite. Dann hier habe ich einen großen Stauraum, der ist doppelt. Den kann ich also hier so öffnen, dass man hier zwei Klappen entriegelt und kann dann hier einfach den Stauraum hochziehen, der auch dann offen bleibt. Das sind auch so kleine Details. Ich brauche nichts offen halten oder wieder reinhalten. Ich kann also ganz einfach hier das hochziehen und wieder runterziehen und das dann verschließen, auch wie Schlösser und so weiter dann reinfallen. Das ist alles richtig ordentlich gemacht. Hier kann ich den Tisch auch noch bewegen, kann ihn in die Fahrerseite bewegen oder in die Beifahrerseite. Und für die kurze Pause können auch zwei Personen nebeneinander sitzen, oder ich drehe mal ganz kurz den Fahrersitz um in die Richtung. Hier ist ein Schaufach, das wirklich sehr groß ist, unter dem Sitz. Dann hier der Blick auf die Automatik. Das Verdunklungssystem ist in den Fenstern integriert, das kennt man. Hier vorne, die beiden werden zusammengeklickt und dann einfach rausgezogen. Ein sehr einfaches System, hat sich bewährt, und so kann ich auch vorne an den Seiten das einfach zuziehen. Die schwarzen Punkte hier, das sind jeweils die Öffnungen von dem Verdunklungssystem mit drin. Ja, die 9-Gang-Automatik ist meines Erachtens ein Muss, ist allerdings auch mit einem ordentlichen Aufpreis versehen. Das heißt, das Geld muss man auch erstmal haben. Aber wer jemals die 9-Gang-ZF-Automatik gefahren ist, der
will eigentlich nichts mehr anderes fahren. Auch später im Wiederverkaufswert. Ich denke, das wird ein Top-Argument sein für den Wiederverkauf, weil immer mehr Leute nach der Automatik fragen. Stauraum hier oben für Tische, Stühle, für wirklich große Dinge, die man hier ablegen kann. Unter anderem kann ich hier den kompletten Tisch verstauen, der während der Fahrt ja nicht montiert sein sollte. Zumindest für die Leute, die hinten sitzen, wenn einer hinten sitzt. Ja, machen das Licht mal an. Hier ist eine Truma Luftheizung mit eingebaut, warmes Wasser und Luft. Und hier hat man ein sehr einfach gehaltenes Bedienelement. Gut, was will ich denn noch mehr? Ich will die Fahrzeugspannung sehen und ich möchte gerne sehen, wie viel Tankvolumen ich jetzt noch an den Frischwassertanks habe und so weiter. All das wird mir angezeigt. Automotives Polster, sehr reinigungsleicht. Ein Fleckschutz ist integriert. Also sollte hier mal was schief gehen. Die ganzen Polster sind nochmal integriert. Und Gardinen und so weiter sind eingelassen. Hier natürlich jetzt ein klassisches Design. Jeder kann ja sein eigenes Design auswählen. Es gibt auch moderne Designer. Aber ich denke, viele wollen es einfach gemütlich, wohnlich haben. Und das kommt der Sache hier doch sehr entgegen. Von den Polstern her. Ein cremeweiß vorne. Und die Verbindung natürlich aus dem Grau, was oben drauf ist, gibt der Sache einen sehr, sehr modernen Touch hier oben drauf. Denn hier kann ich, sag mal, grau mit dem Holz, das steht der Sache schon ganz gut. So, das Gasfeld habe ich jetzt mal ganz kurz gezeigt, das ist hier. Hier habe ich dann noch meine Schubladenkombination, jeweils mit einem Steckkasten. Auch der ist in Holz innen ausgeführt, ganz hochwertig. Auch der Verschluss, hier sieht man es, also der hakt auf beiden Seiten ein, sodass hier nichts passieren kann. Das ist eigentlich schon jetzt praktisch. So, hier weitere Fächer, die mit drin sind und ein Kühlschranksystem, das man übrigens hier oben locken kann. Zeige ich mal gerade. Und das dann auch entlocken kann und dann diesen Kühlschrank einfach dann öffnen kann oder ihn für die Fahrt dann einfach sperren kann durch diesen kleinen Stift, der reinfährt. Ja, ist nicht der größte Kühlschrank, aber er hat ein Eisfach mit drin und hat mehrere Arten des Betriebes, unter anderem mit Gas. Hier kann ich als kleines Detail das Brettchen einhängen. Das bedeutet, dass ich also hier nochmal eine zusätzliche Ablagefläche habe. Entweder so rum oder so rum. Das kann ich so reinmachen. Natürlich vom Designer am schönsten ist es, wenn man es auch richtig reinlegt. So rum und dann kann ich hier oben noch was ablegen. Auch das ist schön gemacht. So, das Bad. Ich habe ein Schiebebad. Das Schiebebad ist ziemlich einmalig, weil ich eine richtige Tür habe, die wirklich einen extrem zuverlässigen Charakter macht. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal auf und zu mache und schließe hier, dann schließt das Ganze richtig. Ich habe ein richtiges Schloss mit drin. Es klackt auch richtig rein, öffne es und habe dann eine komplette Dusche, die hier vorne mit noch mit einem Schrank versehen ist, einem kleinen. Hier kann ich meine Seifen, meine Zahnpasta und so weiter reinstellen. Habe hier noch mal ein kleines Schränkchen drunter. Und wenn ich jetzt duschen möchte, geht das ganz einfach. Ich kann ja also einfach hier zuziehen und schließe jetzt dieses Feld und schließe es komplett zu, sodass also hier nichts mehr nass werden kann. Eine Abdeckung also für den Bereich, der dann trocken bleiben soll. Und ja, kann mich dann hier komplett drin duschen, kann das Ganze hier nochmal erweitern, wenn ich hier zumache und habe hier dann nochmal eine zweite Wand, die ich einfach schließen kann. Hier wird dann nochmal geschlossen, hier wird geschlossen und dann ist die Dusche komplett geschlossen für mich. Also sehr einfaches System, hier muss es auch kein Schwenkbad geben. Die Toilettenanlage wird dann einfach rausgezogen und dann kann ich das also hier unten ganz einfach wieder zugänglich machen und den oberen Sitz auch drehen. Da ist die Dusche und ich habe zwei Längsbetten, was vielen Menschen auch entgegenkommt, die ein bisschen größer sind. Also hier habe ich einen Schlafkomfort, wirklich wie im großen Wohnmobil und das auf beiden Seiten. Muss mich also nicht, ich sag mal, quer irgendwo reinzwängen, sondern kann auch jeder kann getrennt einfach aufstehen. Das sind meine Bullaugen nach draußen.
nettes Detail jetzt hier in Karthago. Aber gut, wir sind ja auch in der gehobenen Preisklasse hier bei dem Fahrzeug. So, hier habe ich das Design im Kirschholz. Also mir wäre jetzt ein anderes Holz lieber persönlich, aber in Verbindung mit dem Grau wirkt es doch wirklich sehr, sehr angenehm. Zumindest sehr, sehr wohnlich. So, der Blick ist, ich habe also hier auch nochmal eine offene Blickachse nach vorne. Wenn ich also jetzt hier durchgehe, dann bin ich also nicht irgendwie ausgesperrt, sondern kann also komplett durchs ganze Fahrzeug blicken, was die Öffnung natürlich bewirkt, ist, dass das Raumgefühl sehr, sehr groß ist. Die Schränke sind nach oben hin angeschrägt. Das heißt, ich kann also hier ganz einfach die Sachen reinlegen und die fallen so ein kleines bisschen nach hinten, ähnlich wie beim Flugzeug. Also nichts nach vorne rausfallen kann und mir entgegenkommt, wenn ich die Schränke öffne. Habe ich so auch noch nie gesehen. Überhaupt ist der ganze Holzbau, wenn ich den schließe, das macht einen sehr satten Charakter. Also alles fällt auch satt ins Schloss rein. Richtig toll. Hier habe ich meine Verdunklungsgitter für beide auf einmal. Hat mich auch mal gefragt, wie ist das mit den Bullaugen realisiert? Jetzt sieht man es. Und der Blick nach vorne verrät, also hier habe ich verschiedene Bereiche, die ich dann einfach abtrennen kann und mich dann auch hier vereinzeln kann. Cool. Ja, gehen wir nochmal nach vorne. Dann zeige ich Ihnen nochmal den Stauraum und wie man das Fahrzeug auch im Alltag als Transportfahrzeug einsetzen kann. Denn es hat einen riesen Kofferraum mit drin. Eben nutzfahrzeugtechnisch. Hier vorne habe ich dann die Eintrittsstufe, die ich von innen einem ausfahren kann. Und ich öffne mal hinten die Tür. Das ist übrigens nicht einzublicken, das Ganze. Das ist also schwarz. Die Tür wird geöffnet und hier ist dann mein Kofferraum. So kleine Details wie hier die Verkleidungen, also alles sehr hochwertig realisiert. Hier ist die Kurbel auch für die Markise, die oben drin ist. Die habe ich hier. Und hier ist das Gasfach für 2x11 Kilo Gasflaschen, die da sind. So, die beiden stehen nebeneinander. Hier ist eine Duo Control CS oben eingebaut. Und auch hier komplett in Holzausführung. Mit Zoösen im Boden direkt eingelassen und jede Menge Stauraum nochmal hier an der Seite drin. Auch hier sind nochmal Einlässe, also doch mal eine andere Klasse. Dieses Brett hier an der Seite kann ich rausnehmen und kann dann hier Sachen nochmal transportieren und durchtransportieren nach vorne. Dort hinten das Schwarze, das ist übrigens das Bordwerkzeug. Und oben drüber habe ich das Bett. Auch das Bett kann ich rausnehmen, die Streben, und habe dann die Möglichkeit, hier das zurückzubauen, dass ich den kompletten Kofferraum auch nutzen kann, um hier was zu transportieren. Ansonsten kann ich auch einfach was aufs Bett drauflegen. Da ist er, Karthago. Längsbetten auf Ducato Maxi, Modelljahr 2021. Hier steht er schon für Sie bereit im November 2020. Auf Fiat-Basis der Malibu. So, und die technischen Details, die zeige ich Ihnen gleich nochmal kurz, dass Sie die auch nochmal parat haben. Der Malibu-Van 640 LE, Trockengewicht ab 2650 Kilogramm, die Zuladung ca. 655 Kilogramm. Und im fahrbereiten Zustand 2845 Kilogramm. Länge sind 6,36 Meter und die Breite 2,05 Meter. 2,59 Meter ist die Höhe und bis zu 4 Sitzplätze. Das ist alles dabei. Preis, wie er jetzt hier steht, 64.750 Euro und 42 Cent. Ja.
Das rote Holz, da haben wir uns drüben eben so ein kleines bisschen beömmelt. Ja, ihr baut es noch, ihr habt es noch und hier ist ja was ganz Besonderes. Die Shani steht gerade drin und die hat gesagt, ist ja gar nicht so schlimm, denn ihr habt ganz viele Kunden, die auf eine Holzfarbe stehen, die nicht mehr so oft gefragt wird. Trotzdem muss man sie zeigen und was ganz Besonderes zeige ich mal gerade. Ihr habt das nicht irgendwo hingestellt, sondern ihr habt es direkt am Eingang an der Stelle hingestellt, wo jeder drauf stoßen muss, denn das ist so, ich sag mal, schwarzes Auto, sportliches Kühlergrillchen, alles geil gemacht und dann kommen die Leute rein und sagen, naja, das ist der Zielgruppe geschuldet. Ja genau, das habe ich auch mal in einem deiner Kommentare da gelesen, aber das ist tatsächlich so, dieses Holz gibt es auch noch beim C-Line als Option bestellbar und es gibt Leute bei uns, die das schon immer im Katalog gefahren haben, die wollen das auch nicht, die wollen da nicht drauf verzichten und deswegen, wir bieten nach wie vor noch an. Ich finde es saugeil, ganz ehrlich. Ja, ich finde die Holzfarbe toll. Ist doch super. Man muss nicht auf jeden Güterzug aufspringen. Nein, das muss man nicht. Bin ich komplett bei dir und ich finde das auch gut, dass wir das beibehalten, weil so werden wir den Kunden, die wirklich schon viele Jahre das gleiche Design haben und noch dabei bleiben wollen, den werden wir gerecht am Ende des Tages. Ne? So, wenn wir jetzt mal reinschauen, alle neuen Sachen sind hier verbaut und das ist ja wirklich ein Grundriss, den verkaufst du am allerliebsten, denn das ist ein GT 640, was ist das? Genau, das ist jetzt ein GT 640, der hat oben den Wegfall des Dachstaukastens halt drin und bekommt dann diese Skyview viel besser, muss ich sagen. Vorne rein. Ja, also ich finde es auch besser, weil du kannst fast aufrecht bis vorne reingehen, du hast ein anderes Raumgefühl, ist natürlich für jemanden, der jetzt so Langzeitcamping macht, ist dieser Stauraum da oben schon relativ wichtig, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber man stößt sich halt nicht die Nuss, wenn man da ständig reingeht und sitzt, wenn man da vorne am Fahrersitz sitzt und hat den umgedreht zum Frühstücken oder was auch immer, sitzt man halt eben nicht da in so einer Luke halt drin. Ne? Mhm. Dieser 640 GT, wo wir jetzt hier gerade sind, das ist einer von diesen Komfortgrundrissen, die wir halt haben. Das ist einer der Fahrzeuge, die auch noch einen Absorberkühlschrank haben. Es gibt ja nur noch zwei Modelle mit Absorberkühlschrank. Mach mal den Kühlschrank oben mal auf die Klappen, sagen wir so nett. Dass wir da mal reinschauen können. Da sieht man den Möbelbau. Das ist zwar jetzt ein Kastenwagen, aber der Fiat bietet viel Breite. Genau, der Fiat bietet viel Breite und wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen. Du siehst da auch wieder diese Metallscharniere drin, auch die Möbelklappen von der Haptik etc. Das fühlt sich genauso an wie jetzt eben in dem C-Line her von der Haptik und so. Muss man da jetzt keine Abstriche machen. Jenny, geh mal aufs Web. Du hast gesagt, am Ende des Tages, das ist ja dein Spruch. Ich trete dir eben. Hab ich das schon wieder gesagt? Ja, zweimal. Ja. Aber am Ende des Tages finden wir uns ja alle im Bett wieder. Ja, am Ende des Tages finden wir uns am Bett. Ja, genau. Aber Schlafkomfort, Längsbetten auf 6,40 Meter, das. Also du würdest jetzt quer schlafen. Ach so, ich dachte. Das geht in der Tat. Ich weiß nicht. Das kannst du machen, wenn du, ich sag mal, schief stehst und hast keine Lust, dein Auto jetzt auszunivellieren. Da kannst du da auch mal schräg drin schlafen. Natürlich, klar, das geht hier. Ne? Den gibt es ja, wenn du den 600er DB beispielsweise hast. Das ist ja ein Querschläfer. Ne? Das geht. Also würde gerade so gehen bei dir. Mhm. Aber ich schlafe zum Beispiel bei mir auch quer, 2 Meter. Und je nachdem, wie ich gerade Bock drauf habe, schlafe ich quer, längs und so weiter. Das geht auch hier. Ja, grundsätzlich gesehen ist natürlich längs Einzelbett, so wie es da auch auf dem Schild halt steht. Ne? Und das Bett hier auf der Beifahrerseite misst ganze 2,02 Meter. Das ist also jetzt, ich sag mal, auch für große Menschen geeignet. Und auf der linken Seite, also in Fahrtrichtung links, hast du 1,89 Meter. Das ist, ich sag mal, auch noch absolut ausreichend. Ne? Hat leider keinen Kleiderschrank. Nee, das ist tatsächlich so. Der hat gleich 2 Kleiderschränke. Du hast einmal hier unter dem Kühlschrank hast du nochmal, das war jetzt nicht als Kleiderschrank, aber hier hast du halt diese Multifunktionsschubladen nochmal mit Ausdruck. Hier hast du ein kleines bisschen Kleiderschrank, deswegen habe ich das auch. Mit Stange. Ja. Mit Stange, genau, da kannst du 2, 3, 4 Jacken reinhängen. Und wenn wir von richtig Kleiderschrank sprechen, und ich glaube, da wüsste ich jetzt nicht so viele Kastenwagen, die da nochmal mehr Kleiderschrank haben. Hier hast du nochmal wirklich so wie bei den großen Karthagos unter dem Fußteil nochmal einen richtig großen Kleiderschrank. Also der hat schon viel Stauraum. Ne? Ich finde den klasse. Ist also wirklich ein tolles Auto. Ja. Ne? Und auch hier oben die Stauräume, da kannst du auch ein T-Shirt reinlegen und musst das nicht auf Briefmarkengröße zusammenfalten. Mhm. Ne? Gasflaschen, was hat er drin? 2x11? Genau, der hat 2x11 Kilo Gasflaschen. Der steht auch auf Gas von der Heizung? Der steht auch auf Gas von der Heizung her, serienmäßig auf der Truma 6. Die kriegst du dann aber nochmal optional als 6E, also mit elektrischer Unterstützung. 6D habt ihr nicht, oder? Da kam ich jetzt zu. Und optional kriegst du auch die 6D Heizung, eben auch mit elektrischer Unterstützung. Wäre jetzt so eigentlich mein persönlicher Favorit, aber ich habe gehört, die hätte im Moment Lieferschwierigkeiten. Deswegen würde ich wahrscheinlich
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine Preisliste ist. Hast du Fahrzeuge da einrufen mit 6D? Im Augenblick nicht mehr, nein. Also ja. Ich habe empty, oder? Ich habe, glaube ich, noch 6 Kastenwagen da stehen. Jetzt kommen aber glücklicherweise die ersten 22er. Also jetzt fängt der Hof sich wieder glücklicherweise anzufüllen, damit man wieder was zeigen kann. Ich brauche noch einen Kastenwagen von dir. Das ist auch noch. Ja. Auch das kriegen wir hin. Klar. Du warst noch mein bester Kunde, ich mag das schon. Shenandoah, geh mal bitte da rein. Und da kannst du direkt mal die Toilette mal rausschwenken, bitte. Das ist gemein. Da haben uns viele geschrieben, dass sie das irgendwie nicht kapiert haben mit dieser Zwischenrasten und so weiter. Aber die Shenandoah hat das kapiert, direkt. Genau, richtig. Also wenn du jetzt, du müsstest ein bisschen beherzter dran ziehen, dass du einmal so einen Klack hörst. Ich glaube, ist aber doch, ist schon drin. Ja, ist schon drin, alles gut. Das ist jetzt quasi diese Stellung, wo man halt jetzt die Geschichte. Einmal hinsetzen, bitte nicht öffnen vorher. Nein, einfach so draufsetzen. Kann sich so draufsetzen. Das geht nämlich. Genau. Denn ist ja noch ein Spiegel drin zum Schminken und so? Nee. Da oben. Ja. Also, ach so, meinst du jetzt, dass man sich im Sitzen schminkt? Im Sitzen schminkt. Nee, das machst du im Stehen. Genau, stell dich mal hin, das geht. Ja. 1,75 bist du plus Schuhe, sag mal fast 1,80 Meter im Moment. Und also sag mal, bis 1,85 geht das gut, oder? Das geht gut. Ja, wie gesagt, ich bin 1,83 und ich habe jetzt auch jahrelang Kastenwagen gefahren, dieses Jahr nicht, eben aufgrund der Geschichte, aber da kannst du gut drin duschen. Genau. Zeig doch mal die neue Dusche. Wie funktioniert das jetzt? Genau. Vorsicht, Jenny. Bleib mal einfach stehen. Ich mache es hier einfach mal zu und ziehst einfach die Dusche zu. Und das ist im Grunde genommen alles gewesen. Das war's. Auf der gegenüberliegenden Seite. Ich wollte jetzt nicht an der Jenny vorbeigreifen. Da ist eben noch mal genau die gleiche Wand, aber die geht genauso einfach. Genau hier. Einfach ziehen, das war's. Zeig mal, da. Zieh feste zu, feste. Die Masse dazu. Du kannst da nichts kaputt machen. Ah. Genau. Und dann Tankvolumen, was hat er? 100 Liter hat der. 100 Liter. Genau. Geht da mehr auf Wunsch? Ja, ich sag mal, eigentlich nicht. Klar kannst du immer irgendwo noch versuchen, einen Zusatztank hinzubauen. Und dann musst du halt schauen, kriegst du Gefälle hin, dass es rüberläuft. Oder halt, dass Pumpen. Du, ja, jetzt haben wir eine Pumpe arbeitet. Aber 100 Liter im Kastenwagen, das ist schon eine Menge. Ne? Also die meisten wollen die Autos ja in 3,5 Tonnen halt fahren. Und dann wird es dann schon knapp, wenn du damit 150, 200 Liter hin. Was ist das maximale Auflassen, wenn du mir sagst, ich will alles haben? 4 Tonnen. 4 Tonnen, also 500 Kilo mehr. Ja, genau. Also du gibt das Leitchassis, außer den 45er, das ist nochmal eine Nummer kleiner, sind 3,3 Tonnen, aufgelastet 3,5 Tonnen. Oder halt der normale 600er, 640er Leitchassis ist 3,5 Tonnen, aufgelastet auf Heavy oder Heavy Chassis wäre dann 4 Tonnen. So, stellt euch das Auto in anderen Farben vor. Habt ihr eine Betonoptik eigentlich hier drin? Gibt es sowas? Was ist Betonoptik? Beton ist so die... Ganz also kalt oder was meinst du jetzt? Ach nee, statt Holz so Gedöns. Ja, also wir können jetzt mal gerade in ein anderes Fahrzeug gehen, aber eine neue Stilwelt drin oder eine andere. Genau, zeig mal bitte. Die halt wesentlich heller ist. Hast du welche vorgeordert eigentlich von den neuen? Warte, ich zeig mal ganz kurz nochmal hier. Das ist dann Sitzgruppe vorne. Hier oben nochmal Elektrofeld. Schnell raus. Stilwelt, wir gucken mal. Denn das Coole ist, du kannst die Grundrisse mit den Stilwelten ja kombinieren. Genau, richtig. Also es gibt es, wenn du sagst, ich mag den Grundriss halt einfach haben, aber mit dem und dem Holz, dann nimmst du das. Und dann gibt es da eben nochmal 13 Polsterstoffe. Hier hast du jetzt nochmal eine andere Variante, die wollte ich dir aber nicht zeigen. Ich wollte dir etwas zeigen mit viel, viel mehr Elfenbein. Ja, schade, dass. Aber wie gesagt, heute ist erster Tag, da hast du noch nicht alles. Ich sehe schon, hast dich gut für den Dreh vorbereitet. Du wusstest aber gar nicht, dass ich hier hinkomme. Gar nicht habe ich mich vorbereitet. So wie immer. Da vorne haben wir was stehen. Ja. Da haben wir übrigens auch den Fiat 8 stehen mit dem kompletten... Den zeigen wir gleich mal. Fiat 8 da, extra. Da. Und dann in der neuen Farbe finde ich schon cool gemacht, das Auto. Ja, und der ist halt von das, innen... Ach, das neue Holz. Oder da geht noch einer mit Kamera, Kollege von dir. Wahnsinn. Wollen wir genau den? Oder? Da, ja, nee, ist alles super. Gehen Sie ruhig rein, lass uns nicht stören. Wir gucken nur einmal ihr hier. Ihr könnt ruhig gerne, wenn ihr hier macht. Du hast auch einen Kanal oder du machst das für YouTube? Oder? Iris und Uwes Womowelt. Bitte noch einmal, dann mache ich ein bisschen Werbung für euch. Ach, Iris und Uwes Womowelt. Nochmal Iris und Uwes Womowelt. Uwes. Du bist der Uwe? Ja, kennt man. So, und das ist die Iris. Wahnsinn, ihr seid ja die YouTube-Stars. Oder? Kann man schon sagen. Kann man sagen. Ganz klasse. Nee, ganz toll. Ich bedanke mich vielmals bei euch. Vielen Dank. Geht mal durch. Viel Spaß noch, ja. Und das ist das neue Holz. Genau, das ist also jetzt auch neu im Programm drin. Und da siehst du halt, da hast du unheimlich hohen Elfenballenanteil halt. Und du machst das Auto von innen nochmal deutlich heller und freundlicher. Ne? Und so hast du halt eben jetzt die Möglichkeit, schon beim Malibu, schon zwischen einigen Stilwelten halt zu wählen, ohne dass du jetzt sagst, ja, ich muss aber den und den Grundriss halt dann eben nehmen. Du kannst das wirklich in jedes Auto machen. Komm, ich mach noch ein bisschen Werbung. Der Block heißt nochmal... Kennt man. Ich nehme mal die Maske. Ab. Genau. Kennt dich. Uns kennt man. Iris und Uwes Womowelt. Iris und Uwes Womowelt. Genau. Klasse. So. Den Norwegen-Trip von euch, den habe ich mir angeguckt. Ja. Wahnsinn. Das heißt, ihr seid unterwegs. Ist das lukrativ? Kann man da Geld verdienen eigentlich mit YouTube? Ein bisschen, oder?
Also wir machen das aus Hobby. Ja. Steuerlich nennt sich das Vollzeit, Liebhaberei. Vollzeit beschäftigt und für uns ist es jetzt keine Einnahmequelle. Ihr seid schon Rentner, oder? Nein. Okay, das heißt, ihr fahrt... Das können wir mal rausschneiden. Nee, wir sind berufstätig und die Einnahme fällt unter Liebhaberei. Das, ja. Da kostet die ganze Ausrüstung, ja. Drohne... Du hast die neue, das ist die neue Vlog-Kamera, gell, von Sony. Die habe ich auch, das ist die gleiche, die habe ich auch zu Hause. Die ist ja herrlich, geil. Ja. Toll. So, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Die YouTuber, was wäre die Welt ohne YouTuber? So ist es, oder? Nichts. So, Andreas. Nichts, genau. Also nur noch ganz kurz für die Interessierten. Diese Stilwelt hier, die nennt sich Sherry Style, damit man eben halt weiß, wenn man jetzt zur Messe kommt, welche Farbe haben wir oder welche Stilwelt haben wir auch jetzt hier vorgestellt. Was haben wir nicht gesagt? Okay, super. Genau. Ja, vielen Dank. Wir sind weg. Tschüss. Film mal schön weiter. Das ist es. Viel Spaß. Andreas, vielen, vielen Dank. Also, wir haben gezeigt, wenn jemand das rote Holz noch haben möchte. Das rote Holz, ja. Das gibt's. Oder hieße Wildbirne, glaube ich, hieß ganz früher mal. Ja. Genau. Dann kannst du das bestellen. Natürlich, klar, selbstverständlich. Ja, am Kastenwagenstand von Malibu sind wir heute im Jahr 2021. Du hast ja einen B-Führerschein. Hast du Führerschein? Ja, Führerschein habe ich. Also das heißt, sie darf ja bis 3,5 Tonnen fahren. Da soll es eine Änderung geben. Hast du irgendwas noch gehört? Auflastung 4,2 oder sowas? Nee, ich habe jetzt keine neue Information mehr in den letzten 3-4 Wochen bekommen. Also ich denke mal, aber da muss jetzt was passieren vom Gesetzgeber, weil die ganze Abgastechnologie und Alternativgeschichten, die jetzt in das Auto hineinkommen, Hybridtechnologie oder was auch immer, das wiegt ja auch alles und deswegen kommst du da mit den 3,5 Tonnen in der Zukunft ganz sicher nicht aus. Da muss was kommen. Das heißt also, dass du demnächst vielleicht mit deinem Führerschein mehr Tonnage fahren darfst und nicht immer halb überladen denn los bist, ja, wenn du dann mal gehst. Das wäre schon mal sehr nice. Sehr schön. Sehr gut. Ja, schöner Stand und vielen Dank fürs Einschalten und wir werden euch mit vielen weiteren Videos beglücken hier. Vielen Dank, Andreas. Wie heißt dein Center? Genau, das ist das Karthago Center West, direkt bei Altenhofen, also direkt bei Aachen. Und man findet uns halt im Internet unter www.karthago-center.de. Haben wir seit 2 Tagen eine ganz neue Webseite. Ich finde, die ist sehr gut geworden. Und bei Facebook halt unter Marienkarawane. Und es gibt natürlich auch noch einen eigenen YouTube-Kanal unter Womo Scout. Ja, es gibt auch was Besonderes, wenn ihr die Messe verpasst habt. Ihr fahrt nach Altenhofen. Du hast die größte Karthago-Ausstellung Europas. Ja, sagt man. Vorrätig. Du hast hunderte von Fahrzeugen da, die man auch begehen kann. Hunderte, du guckst komisch. Ja, du übertreibst immer so massiv und dann kommt einer zu mir. Das ist Werbung. Ja, okay, aber trotz alledem, ich möchte ja die Erwartungshaltung, die der Betrachter deines Films oder unseres... Über 100. Ja, genau. Also normalerweise sind so 120, 140 Fahrzeuge. Da kommen wir natürlich im Moment nicht dran, weil wir fast ausverkauft sind. Wir haben irgendwie 30, 40 Fahrzeuge noch da stehen. Aber es kommen jetzt ganz viele neue. Es fühlt sich zum Glück gerade wieder, weil am Ende des Tages möchte ich wieder mehr als 100 Fahrzeuge meinen Kunden zeigen, damit, wenn die zu mir kommen, auch wirklich jedes Fahrzeugmodell in allen Variationen sich auch live anschauen können. Ich finde das immer doof, wenn man 5 Autos zeigen muss, um die Vorstellung, die der Kunde im Kopf hat, am Ende des Tages umzusetzen. So, für alle Freunde des Trinkspruches, ich glaube 7 Mal habe ich gezählt, Am Ende des Tages. Bis zum nächsten Mal, lieber Andreas. Ich werde es euch nochmal verlinken und danke fürs Einschalten. Tschüss. Ein Malibu von Karthago auf 6,60 Meter. Ein kleines bisschen über 6,60 Meter, aber mit einem Raumgefühl, dass es Ihnen die Socken auszieht. Ja, hier ist Jackie, ich grüße dich. Hallo, goeiedag, welkom allemaal op Düsseldorf bij de stand van Malibu. Ja, willkommen beim Stand von Malibu. Hier ist er, der i441 LE. Und das ist, glaube ich, der Trend. Die Leute suchen kurze Fahrzeuge. Ja, das ist ein enormer Trend. Je korter het voertuig, hoe makkelijker het te rijden is. En ook voor uw rijbewijs, uw 3,5 ton, dat speelt hier ook een enorme rol. Genau, bis 3,5 Tonnen, dann kurz, wendig. Wir machen das Video mal auf Deutsch und auf Flämisch für unsere flämischen Freunde. Ihr seid ein ganz großer Händler. 2.000 und wie viel? 500? Ja, 2.600 Fuhrzeuge verkaufen wir per Jahr. 2.600? Ja, 2.600, Wahnsinn. Ja, auf 5 Plätzen in Belgien. Genau, ihr seid der größte Malibu-Händler Europas. Das ist so und deswegen machen wir das jetzt mal. Ja. Das Besondere bei Malibu ist, ich sag mal, selbst bei den kleineren Fahrzeugen habe ich Qualität Doppelboden pur. Ja, bei allen Karthago-Modellen haben die doppelte Boden und auch die, die Räume, um iets weg zu können stoppen in die doppelte Boden, das ist bei jedem Fahrzeug anwesend.
ja, was Starkes. Selbst wenn ich eine Fußbodenheizung habe, habe ich nochmal eine Truma-Vent. Alles ist durchlüftet, alles wird trocken. Also ihr habt gar kein Problem mit Feuchtigkeit. Nein, es ist inderdaad Wintervoertuigen, geen koolbruggen. En de Truma-verwarming zorgt hier voor de opslag van de warmte in de dubbele bodem, die dan via de vloer naar het voertuig wordt verder geleid. Also selbst mit der Luftheizung hat man einen warmen Boden, das ist das Schöne. Ja, inderdaad. Wij zijn ook het enigste merk waar de lucht niet rechtstreeks in de ruimte wordt gestuurd, maar in de dubbele bodem. Genau. Er hat gesagt, die Luft wird in den Doppelboden gedrückt. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Das Fahrzeug ist jetzt auf, ich gucke mal ganz kurz rein, Fiat Ducato. Ja, Fiat Ducato, inderdaad. Ja. Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Ja. Ein kleines Detail. Ich zeige mal gerade, wie schön das verarbeitet ist, die Integration. Normalerweise kennt man ja Fiat Ducato-Integrationen. Die müssen nicht immer perfekt sein. Wenn man hier aufmacht, es riecht nach Holz, es riecht nach Möbelbau. Ja, inderdaad. We zitten hier natuurlijk in een serie van Carthago. Carthago staat voor een bepaalde kwaliteitsdefinitie. En Malibu is hier het begin van. Das ist praktisch Einsteiger, kann man das sagen, Malibu? Ja, ja. Dus we hebben bij Carthago eenzelfde kwaliteit voor al de voertuigen. Alleen de uitrusting gaat van serie tot serie omhoog. Links ist die Rückfahrkamera, genau am richtigen Ort, wo sie auch hingehört. Rückfahrkamera, ganz wichtig. Ja, Achteruitkijkkamera, wir haben Enkellens, sowohl für achter das Fahrzeug zu schauen, als Achteruitkijkspiegel zu benutzen. Der Preis von dem Fahrzeug ungefähr, wie es hier steht? 90.000. 90.000, also wie es hier ist. Das heißt, ich bekomme Qualität und jetzt sehen wir es. Auf 6,60 Meter Länge, etwas über 6,60 Meter, tiefe Kante. Der ist sogar noch aufgebockt, ja. Das heißt, der würde noch tiefer gehen, ja. Ja. Und ein riesen, riesen Kofferraum. Ja, inderdaad, ongelooflijke ruimte die men bij Malibu aanbiedt. Met een 250 kilo laadvermogen. 250 kilo? Ja, 250 kilo. Omdat we hier op een Fiat verlaagd en verbreed chassis zitten. Ja, en dat op Fiat Ducato. So, das Heck, das ist das, was man immer sieht. Leute, die Malibu fahren, es ist sehr reduziert, so ein bisschen linermäßig. Ja, inderdaad. Ich sage eigentlich als zei, den DNA von der Carthago. Man erkennt die Carthagos an der Aufwerking von dem achterste Gedeelte. So, ungefähr da. Das ist ein anderes Modell, der T410 DB, aber wir gehen jetzt mal zum I441 LE. Das Fahrzeug ist umlagert, muss man sagen. Hier vorne ist es die Rollergarage, belastbar bis 250 Kilogramm, 1,20 Meter hoch. Ja, 1,20 Meter, alle Scooters, Fietsen, alles kann hier unbeperkt aufgeschlagen werden. Ja, der größte Carthago-Händler Europas, ja, ihr liebt Carthago, oder? Ja, wie immer, wij hebben een zwak voor wat kwaliteit. Mensen zijn tevreden als ze met deze voertuigen rijden. En daar gaan we voor. He. Das hat einen Vorteil, diese Fahrzeuge machen auf dem Platz Werbung für Carthago. Das heißt, wenn man kommt, die Leute, die möchten mal reingucken, das ist immer so, Camper untereinander, die tauschen sich aus. Ja, inderdaad, inderdaad. Man probiert altijd het beste te vinden in iedere camper. En daarom dat wij ook zoveel volk hier over de vloer krijgen. So, hier sieht man es, hier ist das Chassis 3,5 Tonnen in der Ausführung. Ja, dat klopt, 3,5 ton. Kan ook op 4 ton 250 voor de mensen die zwaarder willen laden, dat kan. Genau, also wenn Sie den alten Dreier haben, bis maximal 4.250 Kilo auflastbar und ja, das Trockengewicht 2.770 Kilo, ca. 545 Kilogramm Zuladung im fahrbereiten Zustand, also ca. 500 Kilo kann man zuladen. Ja, der Grundpreis Serienausstattung 77.000, wie er hier steht, ist 89.531. Da ist schon einiges eingebaut, unter anderem DAB Plus Radio, Rückfahrkamera und. Aber der Werterhalt von Malibus hoch. Ja, inderdaad. We zitten in dezelfde lijn als de Carthago. Een zeer geliefd object. En daarom blijft ook de waarde van het voertuig hoger dan bij anderen. Ik zeg het nog maar ganz kurz van außen. Ik heb sogar hier die Möglichkeit aan de Seite zu öffnen. Dat heißt, die Fenster sind Schiebefenster? Ja, dat is een Schuiffenster bij de Passagierkant. Ja. Macht eine gute Figur. Wenn man hier vorne sieht, die Front, das ist Automotiv, die ist auch windschlüpfrig, das heißt nicht so ein Kasten, der vorne ist. Nein, das ist natürlich, das kommt natürlich aus demselben Stall und wir gehen Malibu erkennen in der Tourer und in der Carthago Line C-Line. Genau, so. Wir gehen mal ganz kurz rein und zeigen das mal, dass wir mal Ihnen mal zeigen können, wie das Ganze funktioniert. Hier sind die Schalter, hier ist das Ganze zum Festhalten und das ist eines der beliebtesten Modelle, die es bei Carthago gibt, denn ich habe ein unglaublich kurzes Fahrzeug, sehr, sehr wendig. Breite von dem Fahrzeug? 2,27.
2,27 Meter. Hier vorne kann ich alles abstellen. Die Integration ist wie aus einem Guss, als wäre es vom Werk, so, oder? Ja, inderdaad. Das ist dezelfde Materialien probiert man zu gebruiken, um ein Dashboard zu verlängern. Das ist hier vorne drin. Ja, das ist jetzt eine Variante ohne Hubbett, aber eine Besonderheit hier. Ich habe eine kleine Spielwiese, die ich machen kann. Das Thema Polster, wie ist das hier gemacht? Ja, die Köse natürlich aus 14 verschiedenen Stoffen. 15 verschiedene? Ja, da geht von Stoff tot Alcantara tot Leder. Mhm. Ja. Komplett. Und das Besondere hier wieder mal, der Fernseher, der ist ja so versteckt, dass er nicht auffällt. Nee, und er kann tot 32 Inch. 32 Inch TV kann hier hin. Ja, unglaublich. Echt? Ja. Krass. Ja. Wenn du es mal noch mal kurz auf Deutsch sagst. Ja, wie viel Zoll? 32. 32 Zoll, ja, kann ich einbauen. Weil ich habe es vermutet. Wenn du es gerade noch mal rausziehst, dass man sieht, wie toll das gemacht ist. Das Ganze kann man auch hinten machen, weiter raus. Ja, da ist wieder dieser Punkt. Ja, und da habe ich hier so eine Art Dummy und da kann ich bis 32 Zoll integrieren. Bis 32 Zoll, ja. Unglaublich. Ja, toll. Also auch hier, ich kann einfach mal eine Pause machen. Optimal ist das Fahrzeug, sage ich mal, für 2 bis 2,5 Personen? Nein, für 4. Das ist mit Hubbett, mit der Halfbett kann man doch 4 Menschen reiten in dieses Fahrzeug, ja. Gut, aber jetzt so in der Ausführung, sagen wir 2 bis 3? Wuchtwe, ja. Für 2, ja, okay. Ja. Hier vorne das Cockpit, dass man das sieht. Also so ist das Ganze im Jahr 2020, ja. Wenn du vorne mal aufmachst, da hat man viel Platz. Ja. Man merkt gar nicht, dass man ein Fiat Ducato ist. Ja, nee, das ist ganz edel. Nein, es wird mooi verwerkt binnen de Malibu-reeks. Dashboardje ist enkel alleen herkennbar. Für den Rest ist de puur Carthago. Ja, Malibu. Er hat gesagt, also man sieht höchstens an dem Fahrerbrett vorne, also an dem Dashboard, sieht man, dass es noch ein Fiat Ducato ist. Ja, der Rest ist reiner Carthago. Hier oben sieht man Integration, Kaffeemaschine, wie man das kennt vom Liner, oder? Ja, auch al willen we in een voertuig wat minder kost, willen we ook wel comfort hebben. De Koffiemaschine, de dubbele bodem, de wintervastheid, dat is hier allemaal hetzelfde. Winterfest, ja, durch den Doppelboden ist es absolut winterfest. Ja, und winterfest. Het enigste verschil met de Carthago is dat de binnenwand van hout is in plaats van aluminium. Ah. So, Thema Verarbeitung. Ihr habt eine ganz große Spüle mit drin. Hier wieder mal dieses kleine Designelement, was ich drin habe. Ich kann die Abdeckung holen und kann sie einfach benutzen, um dann hier zuzumachen. Gut gemacht. Ja, ruimte besparend. Als wir nicht nötig haben, können wir dichtlegen. Haben wir extra Opbergruimte nötig, dann können wir da von oben hinstecken. Ja. Prima. So, und hier vorne, ja, ganz wichtig, der Kühlschrank, der ist auf beiden Seiten wieder mal zu öffnen. Ja. Das ist eine tolle Revolution gewesen, den Kühlschrank, oder? Ja, ist altijd, man kommt von verschiedenen. Sie hat es zerlegt. Oh nein, du hast es geschafft. Nein, ich habe Nein. Du musst es bezahlen. Ich kenne mich ja jetzt mittlerweile aus. So. So, warte. Man kann das nämlich rausholen und kann den Kühlschrank erweitern. Ja, inderdaad. Man kann die diepfrische Drähte halen, sodass die Kühlschrank wat groter wird. Man kann oben aufmachen. Das heißt, also hier habe ich Gas an Bord? Ja, ich habe 2 Flaschen Gas, 2 × 11 kg kann dabei. Ein Truma 6, Elektrizität bedient kann auch. Okay, alle die Möglichkeiten als bei Carthago. Truma 6 ist mit drin. Ich habe den Doppelboden wieder. Ja, kann ich oben. So, und der ist riesig. Das ist ein Teil der DNA von Carthago, Doppelboden? Ja, das ist auch DNA von Carthago, was mehr übernommen ist in diese Malibu-Reeks. So, ein ganz großer. Super gefertigte Schubladen, ja. Da habe ich Platz. Ja, viel Platz. Man braucht viel Platz nötig, um Potten, Pannen, alles mitzunehmen unterwegs. Ja, Köpfe, Pfannen und so weiter, hat er gesagt. Ja, ich habe richtig viel Platz. Das ganze richtiges Holz, also schöne Verarbeitung. Wenn du mal kurz mal drauf klopfst auf den Boden, dass man hört, wie das klingt. Ja, das klingt satt. Das ist voll, das ist so geschruft. Schön ist auch, ihr habt sie oben so ganz leicht gebogen, ja. Das heißt also, man spart unglaublich viel Platz und das Raumgefühl ist viel größer. Ja, inderdaad. Kombination von Räumte besparend und ein bisschen Design ist dit Fahrzeug dit Jahr helemaal hernieuwd. Ja, klopt. Ja, hier oben ist das Bedienpanel. Das ist hinter einer satinierten Glasscheibe. Das ist schön gemacht, wenn du das mal kurz aufmachst. Da sieht man es. Das Ganze kann man jetzt abwischen. Das ist ganz leicht zu reinigen. Ja, heel makkelijk te reinigen, heel makkelijk te bedienen. Alles netjes bij elkaar. En wegklapbaar, zodat er niet storend is. So, wir gehen mal kurz nach hinten, denn am meisten verbringt man ja im Schlaf. Und hier habe ich eine Spielwiese. Ja, inderdaad. Hetzelfde als wat we bij de Carthago terugvinden. Bed is vergrootbaar. Das ist verschiebbar, ja. Ja, we hebben een bed van 1,95 meter op 2 meter. Spiegel an der Achterkant, die das Räumtegefühl, was extra Nachdruck gibt. Großer Spiegel. Hier habe ich mal wieder, wenn ich das möchte. Ja, die Kasten.
Das ist krass. Ja, die Kasten, sowohl Hangkast als Lechkast. Man kann das Ganze hochklappen. Das ist von den ganz Großen, kenne ich das. Ja. Das habt ihr hier auch eingebaut. Ja. Das heißt, ein richtiger Karthago hier. Das ist ein richtiger Karthago. Für Malibu-Preis. Zum Malibu-Preis. Ja. Für unter 100, muss man mal sagen. Ja. Unter 100, ja. So, in der Ausstattung. Stark. Ja, du gehst mal ganz kurz aufs Bett, dass du dich einmal kurz hinlegst, denn Länge ist 2 Meter. 2 Meter, ja. Und rechter Seite 2 Meter. Ja. 2 Meter. 2 Meter ist das Bett aan de rechterkant. Ja, ook weer veel kasten die heel makkelijk toegangbaar zijn als men op het bed zit. Natuurlijk Vollkorpusmöbel. Ja, ja, dat is selbstverständlich hier. Ik heb also een zeer weichig design. Ik heb durchgehende Linien. Das ist schön. Ja, und jetzt zeigen wir mal das Bad. Vario-Schwenkbad. Ja, das ist super. Das ist super. Denn man kann komplett zumachen, man kann sich vereinzeln. So, und dann ist Feierabend. Und jetzt kann ich mich hier schick machen. Chucky, komm mal kurz rein. Zeig mal gerade ein schönes kleines Detail. Denn hier oben habe ich eine Toilette mit drin. Die hat eine Holzabdeckung, das sieht ganz edel aus. Ja, stimmt. Wir können die Toilette drehen, sodass wir eigentlich die Badkamer helemaal kunnen gebruiken. Als wir die Toilette nicht nötig haben. Dann genau, das heißt, ich habe Platz für Beine. Ja. So, du bist 1 Meter und? 92 Meter. 1,92 Meter 92 bist du. Ja, geh mal rein. Das geht. Das geht, ja. 1,2 Meter. Das ist der Grund, warum du so viel verkaufst, weil du so groß bist. Du kannst den großen Leuten zeigen. Ja, ich kann die überzeugen. Ich kann die überzeugen, omdat ich selber auch die Länge mehr habe, natürlich. Geil. Voilà. Ach, man kann schwenken. Ja, kann schwenken. Voilà. Das gaan wir nach beneden, um die Toilette zu beschermen. Ja, damit es nicht nass wird. Boah, wow, ist das genial! Ja, auf 6,65 m. Een ongelooflijke ruime douche. Voor de mensen die het willen gebruiken. Ja, is fantastisch. So, so. Und? Tschüss. Nee, es funktioniert wirklich. Er ist auf der Größe ist er komplett da. Und wenn er das Bad wieder zurückbaut, hier vorne ist die Dusche, da kann ich das Ganze machen. Und schwenk nochmal zurück bitte. Vario Schwenkbad heißt das Ganze mit separiertem Badezimmer. Alles magnetisch, geht ganz schnell. Ja. Und jetzt habe ich auch von der Optik her, man sieht die Dusche kaum noch. Ja, voilà, ist weg. Ich glaube, jetzt in Zeiten von Corona, die Leute wollen sowas, oder? Ja, inderdaad. Man gaat iets rapper eigen sanitär gebruiken. Uit Veiligheitsmaatregelen. Ja. Toll. So, und last but not least zeigen wir jetzt mal gerade die Patricia, wie sie sich einmal kurz nochmal lümmelt auf dem Bett, denn man kann hier so einfach so quer einsteigen, kann ein Buch lesen, die Kissen sind dabei, da kann ich mich super, ich habe natürlich alles, ich habe hinten habe ich Leselampen dabei. Ach. Ja, ja, eigentlich ist das eine super Basisausrüstung. Jetzt hatte ich gerade drauf gehalten, wenn du dich nochmal hinlegst, mach mal. Und ungefähr so könnte es denn sein, wenn die Patricia nicht arbeiten müsste, ja. So ist es. Ja, komm, wir gehen mal schnell raus. Die Leute warten lieber. Hier ist die große Liegefläche 2 Meter mal, beziehungsweise 1,90 mal 85 Zentimeter. Ja. Plus noch die Ausgleichskissen in der Mitte. Ja, inderdaad. Bettverlenging sitzt erop, als man das wollt gebruiken. Und riesige Stufen, das heißt, ja. Ich habe gar kein Problem, auch barfuß einfach runter. Nee, voilà. Das ist davor, dass man altijd mit blote Füßen das Bett in- und ausstappt, dass ein großer Abstand muss sein. Ja. So, schnell raus, die Leute warten. Ja, oder? Denn es ist unglaublich belagert, das Fahrzeug. Und wir wollen nicht weiter aufhalten, denn dieses Fahrzeug, das Malibu Reisemobil I441LE, gehört zu den absoluten Messeneuheiten hier auf dem Caravansalon 2020. Der Preis, wie er hier steht, 89.531 Euro und der Grundpreis in der Serienausstattung 77.200. Ja, ihr seid einer der größten Malibu-Händler Europas oder der? Ja, ja, nee, ein van de grootste. Wij zitten in België, wij zitten op 5 locaties in België en wij doen wel redelijk wat Malibu's, ja, dat klopt. Ja. Ihr seid sogar in Lüttich, ihr seid aan de Luxemburger Grenze. Ja, we zitten kort bij de Franstalige Luxemburgische grens, we zitten kort bij Nederland, we zijn een beetje verdeeld over heel België. Genau, ihr spreekt ook Deutsch, Französisch en Vlaams? Ja, wij spreken alle talen. Ja. Englisch ook? Englisch spreken we ook, ja. So ist es ja. Hier steht er, ja, mit der DNA von Malibu zum mit der DNA von Karthago, ja. Aber zum Preis von Malibu. Ja, ja, das ist ein großer Vorteil. Ich kaufe Karthago an den Preis von einem Malibu. Das ist ein super Angebot, die Karthago hier können realisieren. Danke, Jackie. Ja, ja. Und danke, Patricia. Vielen Dank, Sven. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technik-Videos versorgt zu werden.